Es gibt keine Mitgliedsbeiträge in diesem Bereich. Es gibt nur freiwillig, ausschließlich in Österreich aufgebracht werden, das ganze Finanzieren. Wir werden das Erdogan-Netzwerk in Österreich mit allen rechtsstaatlichen Mitteln untersuchen und zerschlagen. Ob die sind praktisch jetzt der Gesprächspartner über Angelegenheiten, das ist. Wir haben Dokumente über ein globales Erdogan-Spitzelnetz über 32 Staaten, über 32 Botschaften mit 32 nachrichtendienstlichen Berichten direkt nach Ankara. Sehr oft sind die Religionsattachés die Hauptagenten Erdogans in genau diesen Staaten. Aber es geht nicht um europäische Staaten und um Mitglieder der Europäischen Union. Es geht auch um Japan, es geht um Australien, um die Mongolei. Das ist das wichtigste Dokument, weil das ist der Religionsattaché. Und der muss jetzt Österreich verlassen. Wien. Das war in Vorbereitung des Euros. Und wo kommt denn diese Euro? Das sind geheime Quellen, die ich natürlich schützen muss, das tue ich auch. Ich bin sehr froh, dass wir auch im Bereich der türkischen Botschaft über solche Quellen verfügen.